swingend. Das muss ich überzeugen. Wollt ihr noch einen hören? Okay, jetzt war ich hier unten sehr überzeugt. Ich muss immer noch über diese Leute da oben. Also ich will nicht hier anfangen mit dieser Schmerz. Ohne Scheiß, kennt ihr noch Geh aufs Ganze mit Jörg Träger? Die Jüngeren von euch kennen das nicht mehr, aber das war auch so. Wie gesagt, da wurde man genauso wie der Glücksrad und so, wenn man irgendwie an der Halle vorbeigekommen ist, hat keiner Karten gekauft, diese Scheiße wollte ja keiner sehen. Und da wurden dann Leute auch von der Straße einfach geholt, dann wurde gesagt, komm, ihr kriegt ein Würstchen, was zu trinken und so, setzt euch hin, sitzt im Fernsehen so aus, als wäre die Show kam. Und so sitzt ihr so ein bisschen da. Euch da oben kann ich gar nicht sehen, bei dieser Follow-Spot. Der so, in dessen Licht ich mich ja eigentlich wohlfühle, der ist so wahnsinnig hell. So stelle ich mir das vor, wenn im Leben langsam nicht da ist. Der als ich 11 Jahre alt war, im Alter von einem Jahr an einer Bindehautentzündung und Kohletabletten musste kriegen, weil er so wahnsinnig viel Durchfall hatte. Das war ganz schlimm mit dem Baby. Aber es war gut, weil es war nur ein Goldhamster, weil mit Durchfall ist ein Goldhamster auf jeden Fall besser als, sag ich mal, zum Beispiel vielleicht ein Pferd oder so. Von der Menge jetzt. Aber der Baby hat er nicht mehr gemacht. Wir waren beim Tierarzt und er hat ihn so angestupst und ist der Bügel einfach weggefallen. Das hat mir das Herz gebrochen. Das hat 8 Mark gekostet. Ein Schläfer und entzogen. Und Beerdigung. Der Bügel. So sieht das aus. Und jetzt, wenn ich so in das Licht gucke, so, dann sehe ich den Bügel und so. Was wollte ich denn sagen? Achso, ich wollte sagen, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ihr da oben, euch kann ich nicht sehen, aber euch kann ich auch nicht hören. Und das ist komisch. Dieses Scheinwerfer-Ding da.
Mm-hmm.